Zeit die Beste! Es geht um Folgendes. Wenn wir so weitermachen, dass man den Menschen in Österreich so eine Insel noch lässt, wo sie sich von den ganzen Attacken der Regierung erholen können, dann würde die Regierung eigentlich die nächsten 10 Jahre durchatmen können. Nimmt man ihnen das auch weg, wird es für die Wahlen ein Problem werden. Ich habe von der Sache eine Ahnung. Das Ganze hat sich jetzt verlegt, eigentlich von. Immer wieder kommt jemand und sagt Servus, Franz. Servus. Darf ich mich da hersetzen? Ja, freilich. Meine persönliche Meinung ist: Insel muss Insel bleiben. Insel muss sauber bleiben. Insel muss lebenswert bleiben. Und Insel muss sie aussehen, dass man herfährt. Und schön, dass man Leute sieht und man sagen kann: Wow. Nur, es gehört die Verkehrs. Na, warte, jetzt komme ich. So ist es nicht. Just a moment, please. Es gehört. Wir haben so viele unsinnige Verkehrsverbindungen in Wien. Ich rede um dich. Wir reden von der Insel jetzt da. Ich rede um Verkehrsverbindungen auf der Insel. Nein, die interessieren mich schon. Ich möchte dir ganz was anderes sagen, aber ich komme nicht so weit. Weil der hat immer einen Zopfenschlitz offen. Jetzt holt endlich einmal den Partner. Ich will nur eins haben, Hochzeit, dass die Politiker wenigstens unterstiegen, was wir noch haben. Da glaubst du, dass der einer von den Politikern sich noch daher zeigt? Das garantiere ich dir. Mit der Peter reden. Nein, ich habe angefangen, du hast dich eingemischt. Die Insel hat 41 Kilometer hoch zu. 25. 41 Kilometer mit allem drum und dran. 25? Ja. Minerale, ich kann dir das beweisen. Jetzt suchst du mir einmal zu. Nein, die habe ich schon die ganze Zeit. Nein, du suchst mir jetzt zu. I'm free. Ist das auch was? Ich lasse mich in einen Garten nicht von den Nachbarn quälen. Ich habe einfach keinen. Ich habe den schönsten Garten, der möglich ist. Und wisst ihr, wie der heißt? Österreich. Na, ist das nicht sagen hat. Da kommt der Schmäh, aber da gehört aber der Insel auch dazu. Nein, das ist der letzte Schmäh. Nein, freilich. Bist du lieb? Nein, das ist aber der letzte Schmäh. Das ist der einsamste Schmäh. Und du musst dich konzentrieren. Kämpf für den Garten Österreich. Und da gehört der Insel dazu, da gehört das dazu und du dazu. Es gilt für jeden Menschen. Warum hast du denn da mit der Quetschung gespielt? Wie heißt das? Ich würde sagen, das ist Garten Österreich. Danke, Hoch zu, wie du um die Insel kämpfst. Wie heißt die Sendung da, was da aufnehmen? Dann Garten Österreich und da heißt die Sendung Hoch zur Insel. Na, du missverstehst eins nicht. Nein, ich verstehe überhaupt nicht. Die Sendung heißt bitte Donauinsel. Nein, das interessiert mich nicht. Ich will aber warum redest du denn da? Das ist in ganz Österreich. Warum? Jede Chance auf eine Insel. Stefan, weißt du, die Sendung heißt? Die Sendung heißt Hoch zu. Insel, Insel, Insel! Kapierst du das jetzt? Das ist wurscht. Jo, jetzt ist Stadelzeit. Wir sind so weit. Wir haben uns darauf gefreut. Die Gäste sind schon hier. Jetzt wünsche ich dir